Ja, willkommen zu meinem dritten Video in dieser Reihe von Äquivalenzklassen. Ich habe, so wie man das in der Schule macht, mal euch eine kleine Hausaufgabe gestellt. Die werde ich jetzt ganz schnell mal besprechen. Und zwar sah die so aus. Die Lösung habe ich hier mit Rot reingeschrieben. Wo handelt es sich überhaupt um Äquivalenzrelationen? Also reflektiv muss das Ding sein. X muss zu sich selbst in Beziehung steht. Was heißt denn das? X ist äquivalent zu X. Ja, das X, wir ersetzen nur dieses Zeichen durch gleich. Das Gleiche ist, die Variable X ist offensichtlich gleich, also ist das reflexiv. Symmetrisch ist es auch, denn X zu Y äquivalent ist ja X ist gleich Y. Das Ganze andersrum ist halt Y ist gleich X. Das darf man bei einer Gleichung jederzeit machen. Die Seiten vertauschen, also ist das auch äquivalent. Ja, genau. Also, das ist geklärt. Transitiv ist es auch, denn x ist hier zu y äquivalent, y zu z. Wenn wir diese Gleichung hier einsetzen, y ist ja gleich z, können wir hier z einsetzen, dann ist auch x äquivalent zu z. Ja, ist Gleichheit, gell? Ihr kennt ja irgendwie Äquivalenz eigentlich nur auf aus der Gleichheit her, also das ist recht klar. Ich habe mal ein anderes Beispiel gewählt, da ist es nicht so. Schauen wir mal an, was hieße in reflexiv, x müsste gleich x minus 2 sein. Das ist unmöglich, denn eine Zahl kann nicht um 2 kleiner sein als sie selbst. Das würde diese Beziehung ausdrücken. Ist also nicht reflexiv, diese Beziehung. Die Symmetrie ist ein bisschen schwieriger, da muss man bei der Gleichung hier einmal x und y tauschen. Und ich mache hier folgendes, ich setze y für y hier x minus 2 da ein, in diese Gleichung. Dann kriege ich raus, x ist gleich x minus 4. Und dann geht es genauso nicht, genauso wie hier oben, das kann nicht gleich sein. Also ist es auch nicht die zweite Eigenschaft, die Symmetrie. Schauen wir uns das hier mal an. Transitivität, x zu y zu z äquivalent. Dann machen wir dasselbe wie da oben. Ich setze für y hier z minus 2 ein. Und dann müsste rauskommen, x ist gleich z minus 4. Leider aber nicht z minus 2. In dem Fall wären x und z dann sozusagen äquivalent. So aber nicht. Also alle drei scheitern hier. Müssen nicht immer alle drei sein. Wir gucken mal das Beispiel mit den Vektoren an. Ich habe nicht parallel gleich, ich habe nur parallel gefordert. Ja? Also reflexiv, ein Vektor zu sich selbst, natürlich ist der reflexiv. Die Vektoren sind alle parallel gleichen Pfeile. Das heißt, alle Pfeile, die hier stehen, sind eigentlich nur ein Vektor. Das sind verschiedene Repräsentanten. Damit ist A zu A steht in Beziehung. Die Symmetrie ist auch klar, wenn der parallel zu dem ist, ist auch der parallel zu dem. Zur Transitivität brauche ich drei Vektoren, der ist zu dem parallel, der zu dem, dann sind offensichtlich auch der zu dem parallel. Es reicht also schon parallel. Die müssten jetzt nicht mal die gleiche Länge haben. Irgendwie, ja, könnte ich hier ein bisschen verändern, wenn ich möchte. Die werden immer noch gemäß dieser Äquivalenzrelation hier wirklich wahr, werden diese drei Bedingungen erfüllt. Das da ist nicht reflexiv. X kleiner x hieße ja die Reflexivität. X kann nicht selber wie sie selbst sein. Bei kleiner gleich wäre die Reflexivität erfüllt, hier nicht. So, haben wir x kleiner y, die Symmetrie gilt auch nicht, denn dann müsste gleichzeitig gelten y ist kleiner x. Es kann nur eine dieser beiden Beziehungen gelten. So, wie sieht es hier aus mit der Transitivität? Ja, wenn y größer ist als x und das y ist aber jetzt auch kleiner als z, dann folgt daraus zwangsläufig auch diese Beziehung hier, diese Beziehungskette. Ich kann nämlich die beiden Ungleichungen hier zu einer zusammenfassen. Wenn ich jetzt die mittlere hier mir schenke, die interessiert mich ja nicht, steht hier sofort, dass das transitiv ist. Ja, jetzt könnt ihr mal überlegen, die hier ist nicht symmetrisch, nicht reflexiv, sie ist transitiv. Überlegt euch mal, findet ihr Beispiele,
von irgendwas, das jetzt, ja, was weiß ich, nur eine der beiden Eigenschaften erfüllt. Ja? So, jetzt mal zu einem neuen Thema, und zwar Rechnen mit Äquivalenzklassen. Man nennt es auch so Modulo-Rechnen. Man kann tatsächlich mit denen auch rechnen. Wie kann man mit einer ganzen Klasse von Zahlen rechnen? Bei der Teilbarkeit durch 6 haben wir gesehen, es gibt 6 Äquivalenzklassen, denn es gibt die Divisionsreste 0, 1, 2, 3, 4, 5. Also zu jeder entspricht einer Äquivalenzklasse. Ja, so 6z sind die Zahlen, die alle durch 6 teilbar sind. Ja? So, für die ganzen Äquivalenzklassen, die es gibt, es sind ja nur endlich viele, verwendet man jetzt dieses Symbol, z geteilt durch 6, ja, deutet so ein bisschen an, dass man hier, dass das was mit einer Division zu tun hat, aber so wirklich hat es gar nicht was zu tun, bei Vektoren wird es dann noch spannender. Es gibt 2 Schreibweisen, die da, 1 plus 6 ist 7, das ist mit Divisionsrest 1, sondern das 6 teilt. Oder diese Schreibweise, verwendet eine der beiden, das eignet sich auch besser für Vektoren später. Ich habe hier mal alles aufgeschrieben, das ist gar nicht richtig, hier glaube ich, so muss das sein. Wenn er hier immer teilt durch 6, bleibt als Divisionsrest 1. So, wie viele Klassen gibt es jetzt? 0, 1, 2, 3, 4, 5 oder in der langen Schreibweise hier. Jetzt wollen wir mal mit denen rechnen. Ich lasse jetzt diese Striche oben weg, sonst muss ich sie immer machen. Mir kommt es aber jetzt nur auf den Divisionsrest 2 an. Ja? Also ich zähle es mal zusammen, 17 und 3, aber eigentlich die Äquivalenzklassen. Kommt 20 raus und jetzt ziehe ich so auf die 6 ab, bis ja eine Zahl zwischen 0 und 5 rauskommt. Und zwar deshalb, ich interessiere mich ja nur für den Divisionsrest, oder teilen wir mal 20 durch 6, dann käme ja 3 heraus, der Rest wäre 2, nur den will ich. Ja? Also das gibt 2, man kann auch multiplizieren. Ich gebe 21, teilt er das mal durch 6, kommt ja auch wieder 3 raus, was weniger interessant ist, aber auch hier ist der Divisionsrest 3. Ah, ein paar, 6 mal 6 ist 36, fauler Esel, lerne fleißig, was geht da rein? Natürlich 0, gell? 36 geht ja auch durch 6, Divisionsrest ist 0. Das hier, Vorsicht, 6 plus 6 ist 12, ja, Divisionsrest ist 0. Das da könnt ihr ganz einfach ausfüllen. Das geht wie beim Addieren von normalen Zahlen. Wenn er die 0 dazu addiert, kommt auch hier die 0 raus. Ja. Das fülle ich gleich mal frech, wie ich bin, aus. Das andere wäre so zur Hausaufgabe. Versucht mal, ein Feld auszufüllen. Sollen wir nochmal, schauen wir mal, wie viel Zeit wir haben. Sollen wir eins noch machen, gell? Machen wir mal hier. Also hier wäre 5 plus 2 wäre 7, wenn man das durch 6 teilt, bleibt der Divisionsrest 1. Hier käme überall die 0 raus, weil auch hier, wenn man 0 mal nimmt, jetzt sucht er mal 2 Zahlen, die hier noch multipliziert 0 geben. Ich finde welche, 2 mal 3, es gibt 6, der Divisionsrest ist 0. Was haben wir hier? Hier mal 6. 5 mal 4 gibt 20, der Divisionsrest ist 2. Ja, ich habe jetzt hier ein paar Felder ausgefüllt. Bis zum nächsten Mal kommt hier eine Musterlösung von dem Ganzen. Schaut euch das mal an. Ich hoffe, ihr habt es so kapiert. So schwer ist Modulo-Rechnen jetzt auch nicht. Ja, wenn ihr Fragen zu was habt, überall gehören hier eigentlich die Striche. Und das Schöne ist, man kann hier mal addieren auf einer endlichen Zahlenmenge. Wenn ihr das in natürlichen Zahlen macht, ja, oder in den ganzen, je mehr ihr da drauf addiert, landet ihr immer irgendwann im Unendlichen. Ja. Hier kann man wirklich mal mit nur endlich vielen Zahlen, und das drückt immer so eine Tabelle aus. Hier steht 2 plus 1, ja, genau. Hier steht 4 mal 1. Fügen wir es doch nochmal ein, ist die 4. Wenn ihr noch Fragen zu diesem Modulo-Rechnen habt, ja, schwer ist es nicht, man muss sich mal daran gewöhnen. Dann stellt die ruhig und abonniert hier meinen Kanal. Und bald gibt es wieder ein Video, ja. Macht diese kleine Hausaufgabe, diese 2 Multiplikations- und Additionstabellen, die da mal zu machen. Tschüss!